Es ist mein Schüler. Ihr seid ein Jedi-Ritter, nicht wahr? Ich bin dein Vater. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldaten. Meister Luke. Oh, es ist der Comicbuchladen. Na los, komm, da müssen wir hin. Es ist der Comicbuchladen. Hallo und herzlich willkommen zu der 14. Folge hier beim Towntown Talk. In dieser Folge zu Gast Katinka Kornacker mit Geschäftsführerin der Comicbuchhandlung Comics aus unserer wunderschönen Landeshauptstadt Hannover. Hallo, guten Tag, Katinka. Hallo, Geschäftsführerin und Inhaberin von Comics. Genau. Zu 50%. Ich bin genau in Partnerschaft mit 20 hier am Machen, am Werkeln. Ja, wie geht's euch? Ach ja, jetzt Tag wird die heute. Die Zeit wird eher ein bisschen lang. Ne? Also wir sitzen hier allein in unserem Laden, haben eine Art Vorraum aufgebaut bei uns, damit die Leute wenigstens nicht draußen in der Kälte stehen müssen. Jetzt gerade mit Eisregen, das wäre ja tatsächlich ziemlich gemein. Und so dürfen sie wenigstens einige Schritte in den Laden reinkommen, sind dann aber vollständig in Plastik gehüllt und dürfen nur Sachen abholen. Und ja, aber es wird Gott sei Dank genutzt und wir haben ja auch einen Online-Shop. Also wir haben was zu tun, aber jetzt wird die Zeit trotzdem etwas lang und ich würde so gerne den Laden wieder aufmachen und den Kunden wieder Hallo sagen. Okay, Comics in Hannover, das gibt's ja schon ein bisschen länger. Vom Standort her, ich meine, es war mal in der Passerelle in der ehemaligen, ist das korrekt? Nee, da haben Svanti und ich nur angestellt gearbeitet und da hat sich das Mietverhältnis verändert. Die damalige Passerelle sollte halt komplett umgebaut werden, was ja dann auch gemacht worden ist. Und wir haben da schon sehr doll geübt, miteinander zu arbeiten. Wir haben den Laden mehr oder weniger geführt und haben uns dann, nachdem wir dann die Kündigung ausgesprochen haben, weil sie nicht wussten, wie es da weitergehen soll, uns dann überlegt, dass wir uns selbstständig machen. Und das war vor fast 17 Jahren, meine ich. Ja, 2003 haben wir gegründet. 18 Jahren. Am 5. Mai 2003 haben wir gegründet. Okay. Und seitdem sind wir selbstständig. Und dann gleich umgezogen, wo ihr jetzt seid. Wir hatten dann, genau, wir sind dann hierher gezogen in die Goseriede. Damals wurde hier das Gebäude neu gebaut und wir hatten dann Glück, sozusagen einen Rohbau gestalten zu dürfen. Wir waren dann noch mit wenig Geld, also alles auf Pump von der Bank, waren wir dann auf einen kleinen Raum bedacht. Und damals haben wir mit 75 Quadratmeter eröffnet, hatten dann aber das Glück, dass sich dieses ganze Gebäude sich so gestaltet, dass man hier nur so eine säulentragende Geschichte hat. Wir durften also sozusagen nach und nach immer mehr Wände rausbauen und konnten jetzt auf diese glückliche 280 Quadratmeter zurück. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Ja, also jetzt haben wir eine Außenwand erreicht, jetzt ist es vorbei mit der Vergrößerung. Obwohl, mehr Platz wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder? Also noch größer. Ach, eigentlich sagt man immer, mehr Platz ist immer gut, aber inzwischen sind wir tatsächlich an so einer Stelle, wo das ganz schön ist. Also so 280 Quadratmeter, mit der kann man was machen. Und klar gibt es immer Stellen, die etwas zu voll sind, aber da versuchen wir das dann auch zu reduzieren mal wieder. Und also 280 Quadratmeter sind so schön noch überschaubar, tatsächlich. Also ich habe mir auch abgewöhnt, hohe Schuhe anzuziehen. Also man braucht schon flache Schuhe. Ja, schon. Wenn es noch größer wird, wäre es unangenehm. Das stimmt, ja. Es ist sehr groß. Also unser einer sieht ja nur vorne den Raum wahrscheinlich. Ja, also Lagerräume haben wir jetzt nicht so besonders große. Also das ist nicht so doll. Wir versuchen immer tatsächlich wenig Lagerraum zu haben. Das ist ja immer so ein bisschen totes Kapital. Und darum versuchen wir das natürlich immer zu reduzieren und Was gibt's denn Schönes bei euch? Für Leute, die bei euch noch nicht waren und die Seite vielleicht noch gar nicht kennen? Ja. Also von unserer Seite her haben wir uns ganz klar von vornherein gesagt, unser ganzes Sortiment sollte so bunt wie irgend möglich sein. Wir möchten gerne alle ansprechen. Das heißt, wenn du mit deinen Kindern, mit Mutti im Schlepptau vorbeikommst, dann finden alle was. Das ist jetzt so unser Wunsch gewesen. Und das versuchen wir auch in unserem Sortiment halt rüberzubringen. Natürlich sind wir ein Comic-Laden, klar, selbstverständlich. Das heißt, wir haben Comics. Und zwar den deutschen Albenbereich, den deutschen Graphic-Novel-Bereich, die Superhelden und natürlich den ganzen
Manga-Bereich. Wir haben die Superhelden auf Original im Englisch, beziehen die aus den Staaten. Wir haben Romane. Da sind wir verstärkt darauf, vor allen Dingen Science-Fiction und Fantasy zu haben, weil das einfach eine schöne Überschneidung ist für unsere Kunden, die auch gerne Science-Fiction und Fantasy-Comics lesen. Dann sind wir spezialisiert auf den japanischen Anime-Bereich, meine ich, also die ganzen Filme aus Japan. Und dann haben wir natürlich den ganzen schönen Bereich des Merchandising. Das bedeutet, alle Leute, die hereinkommen, finden mit Sicherheit irgendeinen Schnickeschnack, den sie sehr gerne besitzen möchten, weil er einfach toll ist und den gerne stehen haben möchten zu Hause. Eignet sich auch immer gut für Geschenke kaufen. Für Geschenke, genau. Also. Genau. Ob das eine Figur von Star Wars ist oder ob das eine Figur von japanischen Mangas ist oder ob das ein Kuscheltier ist von Harry Potter oder sonst dergleichen. Also wir haben wirklich einmal querbeet alles. Also das ist wenn wir es gerade meinen. Sehr schön. Und wenn wir es nicht da haben, dann können wir es natürlich auch bestellen. Ja, das hat bisher auch mal, war ich immer sehr begeistert, dass das so einfach funktioniert. Ne? Das ist, manchmal frage ich mich, ach, mache ich das jetzt? Und dann kommt die Antwort von euch, ja, haben wir. Kommt vorbei, holt sie ab. Und so, ja, alles klar, gut. Also, na dann, wenn das so einfach ist. Ja. Naja, das ist halt so, ne? Weil das ist auch Sachen, die man dann begehrt, die würde man ja dann auch gerne besitzen. Und dann, ja, da tun wir natürlich alles, dann da ranzukommen und haben da auch verschiedenste Händler. Und ihr könnt nicht alles auf der Spur nach allen spannenden Sachen. Ihr könnt ja nicht alles, also auf der Internetseite kann man ja gucken, was Neuheiten sind. 100% taucht da wahrscheinlich auch nicht alles auf, oder? Ist das? Nein, also wir versuchen den Online-Shop schon so voll wie möglich zu kriegen, damit man da auch viel stöbern kann. Aber sicherlich kommen da immer mal wieder Artikel, fallen da runter. Aber eigentlich versuchen wir den Online-Shop tatsächlich, also unter www.comics-hannover.de haben wir den, da kann man schon eigentlich sehr viel finden. Aber wie gesagt, das, was wir extra bestellen müssen, wie zum Beispiel sehr teure Statuen, die haben wir nicht unbedingt vor Ort, bestellen die aber auch gerne. Und so gerade bei so Replika-Geschichten ist das ja auch der Fall, dass es ja auch schwierig ist manchmal. Die sind dann, das sind immer so extra Wünsche, wo man nicht unbedingt die Laufkundschaft hat. Aber wenn man die Kunden hat, dann bestellen wir sowas auch. Habt ihr dann bessere Quellen als der Otto Normalverbraucher oder? Ja, das macht uns aus. Genau. Ja, wie sieht denn euer Alltag aus? Also wenn du morgens ins Geschäft kommst, zum Beispiel. Du meinst jetzt zu schönen Zeiten ohne Pandemie. Ja, natürlich. Jetzt 2019, ja, okay, gehen wir mal reisen nochmal zurück. Ja, wir gehen dann wieder zurück, genau. Ja, also ich komme immer relativ früh, um auch so diese ganzen E-Mails und Bestellungen zu checken. Ich kriege von vielen, vielen Kunden per Facebook oder über Instagram über Mails rein, die dann halt eben Bestellungen, extra Wünsche, Fragen haben. Das ist eine relativ tolle Pflege, das macht aber auch sehr Spaß. Um 9:30 machen wir dann auf. Von da an kommen, trudeln dann auch mal Kunden rein. Jeden Nachmittag wird es dann auch gerne sehr voll. Und fungieren tatsächlich oft als kleiner Treffpunkt für viele Leute mit der gleichen Idee, mit den gleichen Hobbys. Und das ist auch immer sehr, sehr schön in jedem Bereich. Also auch tatsächlich, ja, bei Star Wars, da haben wir ja immer wieder sehr gerne Besuch von allen inklusive den ganzen Ausrüstungen. Das ist immer sehr, sehr schön. Da freuen wir uns immer sehr. Ja. Und ja, das Kommentar war das ja immer so. Der Fall, ne? Das ist großartig. Ja, das macht Spaß. Und bei den japanischen, also ich sag jetzt mal den Manga-Leuten, die kommen ja auch gerne mal mit Cosplay vorbei und treffen sich hier. Jetzt haben wir in den letzten Jahren war immer mehr K-Pop angesagt, BTS und so. Und da kommen die ganzen Mädchen und treffen sich vor unserem Laden und tanzen, machen die Schritte nach. Das ist auch großartig. Okay, da stehen wir mal ganz begeistert am Schaufenster und schauen zu. Und das ist echt, das ist toll. Also wir fungieren auch sehr doll als Treffpunkt. Ja, und sonst ist es natürlich viel ein schönes Gequatsche mit Kunden, die sehr auf so Fachgespräche suchen. Ne? Also das ist immer schön. Also da hat man halt oft so Diskussionen, wo man als Außenstehender denken würde, boah, was ist das, worüber reden die denn da? Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Aber wir genießen das natürlich sehr. Ich selber bin eine Comic-Fachfrau. Ich rede also gerne den ganzen lieben langen Tag über Comics und freue mich, wenn Kunden vorbeikommen und mich
Sachen fragen. Gab es denn mal eine Zeit oder kannst du sagen, dass in den 90ern mehr los war oder jetzt ab 2000er Zeit Stillstand gab es von den Kunden her, Anzahl oder Interessen? Nein, also ich habe immer beobachtet, dass es stetig wächst, weil es gab, also dank diverser Serien und Filme gab es irgendwann so einen irren Hype, dass es cool ist, Nerd zu sein. Also ich sage jetzt mal Big Bang Theory, das war plötzlich super cool. Vorher war es einfach, irgendwann war es früher ein Schimpfwort und inzwischen ist es cool. Man ist halt Nerd. Und ich habe immer gesehen, dass es ein stetig wachsendes Publikum und zwar auf allen Ebenen ist. Die Superhelden wurden durch die Mainstream-Filme von Marvel extrem gepusht. Die Leute sind also nach dem Kinofilm gekommen und haben auch die Comics weiterlesen wollen. Und wie geht's denn jetzt weiter und überhaupt? Und erzähl mir mal, ich will noch viel mehr von dem und dem Charakter hören. Und es ist eigentlich tatsächlich immer in jedem Bereich ein wachsendes Publikum. Und zum Beispiel, also was mich sehr, sehr freut, ist, dass es sich überhaupt nicht mehr auf die Geschlechter zurückgreifen lässt. Früher, als ich Comic-Händlerin war, war ich noch eine der wenigen Frauen überhaupt, die Comics liest. Aber inzwischen ist das einfach Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Und zwar, ja, einmal Querbank vom Alter her, wir haben hier Männer und Frauen von 7 bis 99, würde ich mal behaupten. Und das ist sehr, sehr schön. Das macht mir Spaß, dass das so eine große Bandbreite ist. Also reicht Hannover quasi von der Größe aus oder wünscht man sich doch manchmal so eine größere Stadt eventuell? Oder? Nein, Hannover reicht tatsächlich sehr doll aus. Wir haben ja auch ein großes Einzugsgebiet mit dem Bahnhof, kommen viele mal schnell aus Hameln, keine Ahnung, Springe oder sonst dergleichen mal kurz nach Hannover gezischt, um dann mal in Comics einzukaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir haben ein großes Einzugsgebiet und wie gesagt, Online-Shop auch kein Thema. Wir haben auch eine ganze Menge Kunden einmal quer über Deutschland verteilt. Ich bin zwar nicht so weit weg, ich komme hier aus dem Dorf, also Stadt Burgdorf. Aber du kommst auch zu uns. Auch vorbei, wenn es passt, wenn ich zur Arbeit muss nach Hannover, dann komme ich hier natürlich gerne rum. Ja, kommen wir zum Alltag heute quasi. Ihr musstet ja ein bisschen was umbauen, Anfang 20 oder als es dann losging, der erste Lockdown zum Beispiel. Ja, der erste Lockdown war furchtbar. Also im März ging es dann los, als wir den Laden schließen mussten und wir hatten wirklich dolle Existenzängste. Das war ganz, ganz schlimm, weil wir hatten den Laden vorher noch keinen einzigen Tag geschlossen. Und das war ein ganz blödes Gefühl. Also wir hatten da wirklich Angst und hatten aber ein unglaubliches Feedback von unseren Kunden, die halt trotzdem kamen, an der Tür abgeholt haben, angerufen haben, bestellt haben. Das war ganz, ganz toll. Und dann hatten wir einen sehr, sehr dollen, also sobald wir wieder aufmachen durften, hatten wir eine Begrenzung. Das haben wir mit Einkaufskörben gemacht. Wir haben also gezählt, wir durften 20 Leute reinlassen und jeder musste halt einen Einkaufskorb mitnehmen. Und dann haben wir schnell, also da haben viele Leute auch das nachgekauft, was ihnen in der Zeit des Lockdowns, was sie verpasst haben. Das heißt also, wir haben schnell unseren Umsatz auch wieder reinbekommen. Das war kein Thema. Jetzt ist der Lockdown natürlich doch eine Runde härter, weil er einfach schon so lange andauert und jetzt auch noch verlängert wurde. Und das ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Also wir haben nicht mehr so eine Existenzangst und wir haben so unsere Fixkosten einigermaßen drin. Aber trotzdem ist es natürlich ein unglaublicher Unterschied zu öffnen zu halten. Also es ist ein harter Kampf und wir, Gott sei Dank, müssen wir keine Kurzarbeit anmelden. Also wir haben alle Angestellten weiterhin voll beschäftigt, weil wir halt über die Zeit Pakete packen müssen und einen Online-Shop pflegen und so weiter. Also das funktioniert weiterhin, Gott sei Dank. Aber es ist tatsächlich, wir wünschen uns jeden Morgen aufs Neue den Laden endlich wieder aufmachen zu dürfen. Es ist eine harte Zeit. Kann man nicht anders sagen. Und es tut weh. Oh, wir sind auch viele Angestellte. Also du hast viele Angestellte unter dir. Ja, wir haben einige. Wir haben also einige ausgebildet als Buchhändler auch tatsächlich. Mhm. Und okay. Wir sind insgesamt zusammen mit 20 und mir sind wir, glaube ich, 10. Oh, wow. Ja, die sieht man nicht immer alle auf Instagram, ne? Die sieht man nur wenige, die man auf Instagram oder Facebook sieht von den Fotos. Die nicht so scheu sind. Ach so, ja. Machen wir die im Rampenlicht stehen können. Ja. Genau, ja, so. Genau. Wir stellen das, wir zwingen niemanden. Ja, die sind doch alle noch jung, die kennen das ja nicht anders. Ne? Die ja, da gibt es ein paar dabei, die haben da überhaupt gar keinen Bock drauf, was ich auch nachvollziehen kann. Okay.
Das verstehe ich schon. Klar, ist nicht für jeden was, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bald wieder richtig weitergeht. Oh ja, oh ja. Hm. Aber ich mache mir halt wenig Sorgen, was das danach angeht. Also ich glaube schon, dass auch nach dieser Lockdown die Leute wieder aktiv auch shoppen gehen wollen und auch das nachkaufen, was sie verpasst haben. Und also das glaube ich wirklich. Wir vermissen ja alle dieses klassische Zwischenmenschliche und auch natürlich auch der Besuch im Comicladen. Also viele Leute vermissen das wirklich richtig doll. Das glaube ich, ja. In Hannover, also die ganze Stadt muss ja wieder aufmachen, die ganze Innenstadt quasi. Und ja, genau. Dann kommt die Kundschaft ja wieder eigentlich automatisch. Ja. Ja, ich gehe auch davon aus. Also ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch. Also gerade was unseren Laden angeht. Also wir sind halt schon eine Anlaufstelle für Leute auch zum Quatschen. Ne? Und also es ist nicht nur kaufen, sondern da ist auch noch ein bisschen mehr. Ja, man fühlt sich immer wohl. Ich auch erst angefangen habe 2020, also Anfang 20, aber die paar Male, die ich bei euch war, ist es halt immer gemütlich gewesen. Ne? Also in der Zeit, wo man rein konnte, fehlt noch so eine kleine Leseecke, aber wahrscheinlich... Oh, so ein bisschen haben wir sowas ja tatsächlich. Also die ist nicht besonders gemütlich, das sind halt Barhocker. Ja, damit man nicht so lange versackt da wahrscheinlich. Und ja, ich habe auch ein bisschen Angst, was so alles zwischen die Sofaritzen so verschwinden würde. Ja. So eine Hygienefrage. Ja. So ein Barhocker ist doch schon ein bisschen angenehm. Ja, das stimmt. Würde ich auch nicht anders machen, Leute. Ne. Gibt es Statistiken über so zum Beispiel das meistverkaufteste Comic? Wenn ich raten müsste, wäre es Star Wars wahrscheinlich nicht. Ich tippe mal auf Marvel. Ein Marvel-Comic. Falsch. Da kommt noch einer. Okay, ja, macht Spaß. Was gibt es noch? Also ein DC-Comic? Nee, es ist tatsächlich, jetzt löse ich mal das Ja, bitte. Es ist tatsächlich ein Manga. Also es sind die Manga, die sich tatsächlich am meisten, also stückzahlmäßig am meisten verkaufen. Ja, also es ist immer noch extrem One Piece. Also das steht immer noch ganz, ganz weit oben. My Hero Academia, das sind so Dinger, die verkaufen sich in den ersten Wochen hundertfach. Also da keine Frage. Dann bist du mit DC eher unterwegs. Also Batman, genau. Dann lange Zeit nichts bei DC. Also Batman ist immer noch ganz weit oben. Und dann sind wir tatsächlich bei Marvel. Und dann geht es auch schon los mit den franco-belgischen Alben, diesen klassischen Hardcover-Alben. Da sind wir dann auch ja gerade so bei so dem einen oder anderen Science-Fiction oder Fantasy oder so diesen ganz klassischen Sachen, wie zum Beispiel, wenn ein neuer Spirou und Fantasio kommt oder so. Ja, das war auch immer... Das waren auch erstmal Begriffe, die ich lernen musste. Franco-Belgisch zum Beispiel oder ja, ne? Hardcover, ja, Softcover, sag, was ist jetzt? Und genau, Franco-Belgisch sage ich immer so, laissez-faire. Das bedeutet einfach, dass unsere europäische Comic-Kultur tatsächlich einen Ursprung und sehr doll in Frankreich und Belgien hat. Da sind die großen Schulen gewesen. Also ich rede jetzt von Asterix und Lucky Luke und Tim und Struppi. Das sind so diese typischen Alben, die wirklich in unglaublichen Mengen verkauft werden. Also wenn ein neuer Asterix auf den Markt kommt, dann verkaufe ich den auch viel mehr als ein Manga. Also das ist unglaublich. Das sind irre Stückzahlen. Aber weil da wirklich jeder sagt, ach guck mal, neuer Asterix. Asterix habe ich schon immer gelesen. Ja, klar. Ach, mein Vater braucht den auch. Ach, mein Sohn braucht den auch. Ich nehme drei. Da kann man ja auch halt einfach einsteigen wahrscheinlich, ne? Bei so einer Serie. Genau. Und wie gesagt, das liest auch irgendwie die ganze Familie. Das ist kein Comic in dem Sinne. Also es ist einfach so eine Tradition schon. Ne? Und das finde ich auch immer ganz schön. Und dann, also dieser Begriff Franco-Belgisch kommt halt eben von diesem Ursprung, von dieser Schule aus Frankreich und Belgien. Also das Brüssel war immer ein ganz, ganz großes Comic Mekka, kann man schon sagen. Und da gibt es auch das große Comic-Museum und da sind ja auch ganz viele Hausfassaden angemalt mit Comic-Szenen. Also es ist wunderschön. Also Brüssel, als Comic-Fan ist Brüssel der Hammer. Ja, mal ein Ziel für 2022 gesetzt wahrscheinlich mal jetzt. Ist ja nicht so weit. Genau, nee, das geht ganz schnell. Ganz schnell. Hast du für die Hörer einen Tipp, eine persönliche Empfehlung, Comic, Manga, Buch, was nicht jeder kennt, aber... Also ich bin sehr, sehr breit aufgestellt bei meinem Lesen sozusagen und habe gerade
in den letzten Tagen, wo es so schön früh dunkel ist, immer endlich was richtig, richtig Gruseliges gelesen. Und zwar ein Manga von Masaki Nakayama, der heißt Saat der Angst. Den gab es schon mal, der ist jetzt als wunderschöne gebundene Ausgabe beim Harper Verlag rausgekommen und ist richtig gruselig. Das sind immer nur ganz, ganz kurze Sequenzen, es sind immer nur so über 5 Seiten, eine ganz kurze Geschichte, wie jemand über die Straße geht und sich plötzlich umdreht und da ist was hinter einem. Das ist dieser Jumpscare, dieses da ist was Gruseliges. Und das funktioniert einmal ganz querbeet, einen dicken, dicken Band. Und ich habe mich furchtbar gegruselt. Und das ist wirklich was Besonderes, weil bei Comics gruselt man sich ganz selten. Und das kriegt man ganz, ganz schwer rüber, dass man sich gruselt. Und das ist so einer der ersten Bände gewesen, wo ich mich richtig gegruselt habe. Also den kann ich sehr, sehr empfehlen. Was ich auch sehr, sehr schön fand in letzter Zeit, war Bella Ciao von Baru. Das geht eher in die Graphic Novel-Bereich. Graphic Novel sind ja eher so literarische Comics, die abgeschlossen sind, die sich mit Themen beschäftigen, die eher ernsthaft, historisch, autobiografisch oder so sind. Und Bella Ciao geht um den Song, den angeblich die Widerstandskämpfer aus Italien gesungen haben. Und in dem Buch geht es darum, dass dieser Song viel neuer ist. Den gab es damals noch nicht. Das fand ich total spannend. Und dass das wohl von einer Schlagersängerin aus den 70ern kommt. Ja, daher kenne ich den jetzt auch so. Da würde ich jetzt auch sagen, ja. Da habe ich noch schon mal gehört. Und, ja, aber der wurde dann so irgendwann so wahnsinnig gehypt irgendwie als der Revoluzzer-Song. Und also den fand ich tatsächlich spannend. Ich lerne so gerne aus Comic. Das mache ich immer total gern. Ja, kann man klar, kann man auch viel lernen durch, ja. Das sind meine beiden Tipps gerade so für deine Hörer, Saat der Angst. Und das Manga werde ich mir wahrscheinlich auch mal zulegen. Ich habe bisher einen Manga gelesen erst. Es ist für mich, ja, natürlich als Anfänger darf man keine Angst haben, Manga zu lesen. Man liest es ja anders. Also ich musste erst mal mich schlau machen, wie man es liest. Aber dann ging es sofort ganz gut. Also, ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht irritierend in den ersten 3 Seiten, aber dann ist es vorbei. Also es geht ganz, ganz schnell. Da braucht man keine Angst haben und keine. Nein, und ich finde, Manga lesen ist tatsächlich auch fast einfacher als Comic lesen, weil Manga funktioniert viel einfacher. Weil das Ding beim Comic lesen ist ja, dass du zwischen 2 Bildern immer einen sehr großen eine schwarze Fläche hast und die musst du ja mit deiner Fantasie selber füllen. Und beim Manga sind diese Übergänge von Bild zu Bild wesentlich schneller. Die sind eher filmerisch. Das heißt, Manga ist viel einfacher zu lesen für Anfänger. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Was würdest du empfehlen als Einstieg, wenn einer wirklich noch kein Comic gelesen hat? Sollte man wahrscheinlich nicht mit Watchmen anfangen oder? Ach, Watchmen ist tatsächlich doch ein relativ guter Comic zum Einstieg, weil der sehr, sehr klar eingeteilt ist. Der hat immer das 9 Bildschema auf jedem auf jeder Seite. Man muss sich auf nichts anderes einlassen. Das ist relativ schwierig, wenn man so ganz wilde Panelfolgen hat auf einer Seite und plötzlich irgendwie bricht was ab oder so. Und dann wird es schwierig für das Visuelle, dem zu folgen. Watchmen ist ganz einfach. Alle 9 Bilder immer in der Reihe nach. Manchmal ist es ein bisschen lästig, den vielen Fließtext zu lesen, aber für Comic-Einsteiger ist es auch gut, weil du dich dann ausruhen kannst, weil du lesen kannst. Und es ist eigentlich auch relativ einfach erzählt, finde ich. Also je schwieriger, also ein Comic ist, also desto doller musst du deine Fantasie selber mit einbringen. Das ist das Schwierige am Comic-Lesen. Das bedeutet eben dolle Schritte zwischen den einzelnen Bildern, dolle Zeitbrücken und sonst, die du selber halt überbrücken musst, selber dir ausdenken musst. Und je extremer das ist, desto doller würde ich das eher fortgeschritten geben. Aber es gibt viele, viele, viele Comics, das ist ja, ich kann jetzt kein Beispiel in dem Sinne nennen, weil das natürlich auch immer sehr genreabhängig ist. Wozu hat man überhaupt Lust? Was will ich denn eigentlich lesen? Ja. Und ne, also will ich irgendwie eine lustige Geschichte oder will ich was Trauriges, will ich ein Märchen, keine Ahnung, also oder Action oder so. Und das ist, dann kann ich in jeder Weise auch sagen, ja, okay, du willst Action, du hast aber noch keine Comic gelesen, wie ist das? Also so, ne? Das ist, und darum denke ich, aber man muss sich immer drauf einlassen. Also das ist
viele Leute haben Schwierigkeiten, Bild und Text zu kombinieren. Und darauf muss man sich einfach einlassen. Und das darf man nicht trennen. Das ist immer so das Schwierigste für die Leute, die das immer versuchen zu trennen. Die sagen immer, ich lese erst den Comic und dann gucke ich ihn mir an. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Es ist Bild und Text gehört zusammen. Ja, das stimmt. Habe ich aber auch schon öfters gehört. Also das machen manche Leute, ja. Ja, genau. Ja, neben deinem Comic-Buchhandlung und den Comics bist du auch in einer Jury. Ist das noch aktuell mit der Max und Moritz Jury? Ja, ich habe die große Ehre, in dieser Jury mit zu sein, ja. Das ist der wichtigste Preis im deutschsprachigen Raum für Comic-Schaffende. Und ich bin die erste Händlerin, die jemals gefragt worden ist, da mitzumachen. Und das ist eine unglaubliche Ehre, ja. Da darf ich dann 3 Tage mit schlauen Menschen aus der Comicbranche zusammensitzen und nur über Comics reden. Oh, das ist eine tolle Zeit. Oh ja. Also es sind nur Comics, die wirklich von deutschen Autoren und deutschen Zeichnern. Nein, das ist auch international. Ah, okay. Also das ist nur der Preis für der wichtigste Preis für den deutschsprachigen Raum. Der ist auch relativ hoch dotiert. Und es ist international, also es gibt einen internationalen Comic, einen nationalen Comic, der ausgepreisen wird. Es wird der beste deutsche Comiczeichner. Und auch der beste internationale Comiczeichner wird ausgepriesen. Der beste Kindercomic. Und der beste Comicstrip. Und es gibt noch einen Lebenspreis, einen Preis fürs Lebenswerk und einen Spezialpreis der Jury. Also wir haben da mal so einige Preise aus. Der Oscar der Comics. Mhm, genau, irgendwas zwischen Cannes und Oscar. Okay, ja. Wenn das so einen gleichen Stellenwert hat, ist das nicht schlecht, ja. Also. Naja, es ist halt, Oscar ist halt sehr Mainstream, würde ich sagen, und Cannes ist ja immer so ein bisschen Feuilleton-Film. Ja. Und der Max-und-Moritz-Preis ist irgendwo ein bisschen dazwischen. Es ist halt sowohl Mainstream als auch Feuilleton. Also da müssen wir halt einfach den kompletten, was alles so auf dem deutschen Markt erschienen ist. Bewertet werden alle Titel, die von den Verlagen, Künstlern eingereicht werden und die in den letzten 2 Jahren gedruckt worden sind, also auf den Markt gekommen sind. Und es sind immer so um die 350 Alben, die wir dann lesen müssen. Wow. Innerhalb von 8 Wochen. Es ist nicht eine Zeit, wo ich nicht besonders viel Freizeit habe. Das glaube ich. Also mein Lesestapel der ist auch schon gut 2-3 Wochen hoch und komme ich auch nicht wirklich hinterher. Das dauert schon so ein bisschen. Ne? Da muss man den Lesen auch bewerten. Ja. Ne? Muss man den ja auch. Genau. Mhm. Ja, und dann sitzen wir da zusammen in einem Raum in Erlangen. Und wie gesagt, es sind in der Jury sitzen eine Zeichnerin, ein Redakteur, Journalisten, und die sich halt alle wirklich doll mit dem Thema Comic auseinandersetzen in ihrem Alltag, in ihrem Beruf. Und Professor aus der Schweiz, der Comic und Film in der Uni lehrt. Und also es ist wirklich großartig spannend. Also es sind sehr, sehr spannende Menschen dabei. Und es ist eine ganz tolle Auseinandersetzung. Und dann bewerten wir sozusagen alles, was wir gelesen haben. Mhm. Und sprechen wir alles durch. Letztes Jahr gab es den ja auch noch, aber es war ja alles digital, ne? Das gab es ja genau. Auch. Wir durften uns Gott sei Dank treffen, das war im Mai, die Lockerungen waren ein bisschen drin, wir hatten einen großen Raum für uns, dann ging das einigermaßen und da haben wir dann, wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir das trotzdem machen, das ist auch so ein bisschen, um Mut zu schöpfen, das ist, wie gesagt, ist auch gut dotiert, also die Gewinner kriegen da auch ganz gut Geld und das ist natürlich auch ein Zeichen in dieser Zeit, wo Kulturschaffende ja so wahnsinnig wenig Geld haben und darum war es uns wichtig, dass wir das auf alle Fälle machen, während der Pandemie. War ja auch, dass der Comic-Tag stattgefunden hat. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Das hat er ja leider auch nicht. Also letztes Jahr ist er ja ausgefallen. Also wir haben die Comics wurden gedruckt und wir haben sie bekommen, aber wir haben sie so sehr sanft so verteilt. Also ja, wir haben auch noch Reste, genau. Aber der Comic-Tag an sich, das hätten wir niemals so machen können. Weil das ist ja bei uns wirklich irre viel. Aber das ihr habt mich dadurch habt ihr mich in euren Laden bekommen, an dem gerade Comic-Tag. Ah, wie schön. Ja, es ist auch ein toller Tag. Er macht auch wahnsinnig viel Spaß.
Und es ist also wirklich toll, auch ganz, ganz viele Kinder ja auch dabei. Mhm. Und denen irgendwie so Comics in die Hand zu drücken, zu schenken, ist jedes Mal großartig. Die freuen sich immer irre. Ich glaube, ja, wenn man was geschenkt bekommt, dann... Ja, bei den Kids ist das. Ja. Dann sitzen sie ja immer alle irgendwie und lesen gleich alles. Und das heißt bei den Kindern, das ist... Bei uns wahrscheinlich ja, auch so. Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du weißt schon, die kindliche Freude ist ja, immer so entzückend. Wie so eine Scheibe Wurst an der Fleischtheke, das ist genau. Ja, genau, genau. Hat man sich genau. auch mal als Kind gefreut drüber, ja. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mehr kriege, verdammt. Ja, einfach mal fragen. Oder so. Ne? Irgendwann war es vorbei, da wusste ich, irgendwas ist doof. Ja, und dieser Tag, der wurde jetzt verschoben auf 23? 22. Ja, ja, genau. Also dieses Jahr findet er leider auch nicht statt. Nein. Und ja, ich gehe schon, ich hoffe sehr, dass 22 ja stattfindet. Ja, das ist, in einem anderen Podcast habe ich gehört, da gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Pau war oder so, da wurde wer interviewt von dem, der das mit organisiert. Und das ist ja ein riesen Aufwand alles. Ne? Also die sämtlichen Verlage und alles. Ja. Lagerfläche ohne Ende braucht man ja dafür, ne? Die das vertreiben, diese Comics. Genau, genau. Also das kann man halt wirklich nur mit einem funktionierenden Vertrieb machen. Das alleine auf die Beine zu stellen, ist schier unmöglich. Und der Hauptorganisator, der Philipp Schreiber, also der macht das ganz, ganz toll. Das ist großartig, wie der das organisiert. Und es ist aber tatsächlich ein irrer Aufwand, ja. Also unglaublich. Aber es lohnt sich tatsächlich. Also für alle Beteiligten lohnt es. Also es ist eine schöne, schöne Sache. So bekommt man Leute ja auch in den Laden, ne? Oder auch ja, und man zum ersten Mal halt da reingehen zum Beispiel. Oder? Genau. Also sie kommen in den Laden, sie lesen die Geschichten auch gerne weiter, sie kommen also auch gerne hinterher wieder und sagen, hier, ich hatte jetzt gerade das Comic-Heft, will ich weiterlesen. Das funktioniert auch, also es ist tatsächlich, also es ist, das geht ganz gut. Mhm. Ja, okay, und dann unterstützt du noch einen Verlag selber, den Kiebitz Verlag? Ja, also ich versuche die Breitband Comic sehr doll auszuschöpfen. Ich ja. organisiere noch nebenbei Lesungen zu normalen Zeiten. Das heißt, ich arbeite mit einer Freundin zusammen, die einen kleinen Club hat hier in Hannover. Und wir laden die Comiczeichner ein, die dann ihre Comics vorlesen und hinterher Rede-Antwort stehen. Das ist immer sehr, sehr spannend. Das sind wunderschöne Veranstaltungen. Dann versuche ich tatsächlich irgendwie halt auch da solche Podcasts mit dir oder auch ja. mit der Hella von Sinn oder mache ich auch gerne mit und rede sehr gerne über Comic, wie ich anfangs schon gesagt, das ist also tatsächlich auch wirklich nicht nur mein Beruf, es ist meine Berufung und ich liebe dieses Genre einfach und im letzten Jahr hat ein kleiner Verlag, also hat sich neu gegründet, also wirklich auch zur schlimmsten Zeit leider Gottes. Das sind zwei Bekannte von mir und die habe ich in der ersten Zeit sehr, sehr intensiv unterstützt, indem ich auch die Pressearbeit für die gemacht habe. Und das ist ein kleiner Kindercomic-Verlag namens Kiebitz. Ja. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, schöne Kindercomics zu machen. Immer nach der Idee, auch Kinder haben das Recht auf Unterhaltung. Und das sind keine pädagogisch wichtigen Werke mit dem Zeigefinger der Erklärbär oder sonst dergleichen. Nein, das sind einfach nur tolle Geschichten. Es geht um Selma, die sich plötzlich im Körper eines Pudels wiederfindet und erfährt, wie es als Hund ist. Es ist eine kleine Geschichte von einem Zauberer, der in einem neuen Haus aus Versehen einen Stöpsel im Keller zieht und dann läuft die ganze Farbe raus aus dem Haus und es ist alles schwarz-weiß. Also du merkst schon, es ist auch ein unglaublich lustiges und unterhaltsames Programm. Und es ist wunderschön, es sind wunderschöne Bücher, zu denen ich sehr, sehr stehe. Und dann habe ich natürlich gerne meine Hilfe angeboten. Wir machen den Vertrieb für die Comics. Und ja, also wie gesagt, ich stehe da gerne. Also die Pressevertretung mache ich jetzt nicht mehr. Das wurde mir dann doch zu viel, gebe ich zu. Der Laden steht halt doch an erster Stelle. Und manchmal überschätze ich mich dann doch. So, huch, jetzt muss ich sonntags plötzlich Pressemappen schreiben. Das schaffe ich irgendwie nicht mehr. Ich ärgere von meinem Mann. Ja, das Privatleben, das darf auch nicht zu kurz kommen. Das stimmt natürlich. Also eignen sich diese Comics auch sehr gut zum Vorlesen für Kinder und. Genau, zum Vorlesen, zum gemeinsamen Lesen. Ja. Für Erstleser ist das sehr, sehr schön. Es ist wirklich ein wunderschönes Programm und da kommen jetzt auch im März neue Bände raus und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Es sind wirklich, wirklich, wirklich tolle Bände. Also ein Krimi ist dabei und es ist, weiß nicht, es ist so, da hat man auch richtig Lust, irgendwie dem Kind mal einen Comic vorzulesen, weil das heißt ja immer so, Comics vorlesen geht ja gar nicht.
mit diesem Bang-Böhm und das weiß ich. Mit, ja, das ist das furchtbar. Aber das sind wirklich schöne Bände für die Familie. Also es machen richtig Spaß. Hm. Ja, stimmt. Ich habe mal kurz durchgestöbert und ein oder andere Mal für meinen Neffen vielleicht oder Nichte. Ja, Kiste ist auch toll. Kiste geht, wenn die, es ist ein Pappkarton, der bei einem Zauberer gelebt hat und der aber eigentlich überhaupt nicht gerne zaubern möchte und viel lieber bastelt und dann haut die Kiste ab und stellt sich vor die Haustür eines kleinen Jungen und die beiden erleben dann gemeinsam Abenteuer. Super. Also ein Pappkarton als Hauptprotagonist hat man selten. Wie kommt der Autor auf sowas? Was für Einsteller hat der? Ja, aber sowas ist doch toll. Das ja, na klar. Spielt doch wirklich Fantasie, das ist doch echt super. Aber selber Autorin zeichnen? Nein. Ja. Ich habe natürlich früher als Schülerin natürlich auch den Stift geschwungen, wie man das halt so macht. Dann habe ich angefangen, im Comicladen zu arbeiten, kurz nach meinem Abi. Und habe festgestellt, dass alle anderen das viel besser können als ich. Da haben sich dann bei mir tatsächlich sehr viele Türen aufgemacht und habe angefangen, wirklich viele Comics zu lesen. Und da habe ich das sofort aufgegeben. Also ich unterstütze sehr gerne Newcomer. Also das finde ich immer ganz, ganz spannend, wenn Leute anfangen, irgendwie zu zeichnen. Ich gucke mir das dann auch gerne an und gebe ihnen Tipps und so. Also ich weiß schon, wie Comic funktionieren muss, damit man es gut lesen kann. Und da fragen mich auch viele Leute. Und die kommen dann hier mit Mappen vorbei oder schicken mir das als PDF. Und dann darf ich da mal einen Blick reinwerfen und kluge Tipps geben. Ja, ist auch mal schön. Ja, voll. Ja, eben auf meiner ganzen Vorbereitung auf diese Folge habe ich dich ja auch so ein bisschen verfolgt, gesucht. Du hast mich gegoogelt, ich wurde gegoogelt. Genau, du wurdest offiziell gegoogelt. Und dann, als ich gesehen habe, Interview Hella von Sinn, dachte ich schon, oha, hoffentlich war das jetzt nicht eine Nummer zu groß, was ich jetzt mir hier vorne... Oh, so ein Quatsch. Ja, nee, alles gut. Nein. Ich bin sehr zufrieden. Nein, da darf man keine Unterschiede sehen. Das ist tatsächlich alles, was Comic Publik macht, ist gut, egal auf welcher Ebene das ist. Das stimmt, ja. Ihr sollt in den Läden kaufen, in der Stadt, auf eurem Dorf. Ja. Und online gerne beim Comics kaufen auf jeden Fall. Ja. Das sage ich zu jedem, der sich irgendwie dafür interessiert. Kauf nicht hier bei dem, ihr wisst schon wo und... Nee. Also wir sind auch immer telefonisch erreichbar zurzeit. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das habt ihr bestimmt nebenbei irgendwann mal gehört. Hier klingelt das Telefon auch gerne mal zwischendurch. Und wir sind beraten da auch gerne am Telefon. Oder wie gesagt, per Mail, per Facebook, per Instagram. Kann ich nur bestätigen. Das lief einwandfrei ab. Na, sehr schön. Auch Bestellung per Facebook-Chat. Vertrauensbasis dann wahrscheinlich, aber muss man ja auch haben, ne? Ja, stimmt. Ja, genau. So haben wir das letzte Mal miteinander kommuniziert. Genau. Ich erinnere mich. So fing alles an, ja. Genau. Sehr schön. Ja, dann wäre ich mit meinem Plan jetzt aber auch schon wieder durch. So schnell vergeht die Zeit. Das ist so. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Mir auch, ja. Ja. Die Nervosität ist schnell abgefallen bei mir. Oh. Also ich bin eigentlich keine Person, bei der man nervös sein muss. Naja, ich mache das ja auch erst seit Dezember. Ja, aber schon die 14. Folge habe ich am Anfang. Ja, das geht schnell. Also, ich merke auch, dass das Tempo halt ganz schön angeht. Ich arbeite ja auch noch Vollzeit, also mit 12-Stunden-Schichten. Und man hat halt Freizeit, ne? Man hat nicht wirklich was zu tun. Ne? Ja, genau. Man trifft sich halt gerade nicht mit den Freunden, leider. Mhm. Da ich sehr gerne einen Podcast gehört habe, ohne Ende, dachte ich mir, jetzt komm, schnappst du mal ein paar. Die anderen, mit denen ich das mache, sind ja auch vom Star Wars, von den Star Wars Fans Hannover. Ja. Nee, dann freuen wir uns natürlich, wenn es wieder weitergeht bei euch. Oh, ich sag's dir. Ja, das wäre echt fein. Wird es ein Straßenfest geben? Oder? Ja, ein großes Fest. Platz ist ja vom Laden, ne? Also. Ja, das stimmt. Ja, wenn das Wetter wieder schöner wird, wenn es wieder wärmer wird und wieder rausgehen dürfen, Freunde treffen dürfen, Leute in den Laden lassen dürfen. Aber es kommt. Wir halten das noch ein bisschen aus. Na klar. Arschbacken zusammenkneifen und durch. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Ja, klar. Was macht ihr mit den alten Comics? Ich sehe ja immer diesen Wagen, da verkauft ihr die ja günstiger, oder? Ja, diesen Wagen, das ist
Das ist vor allen Dingen so Ware, die tatsächlich Kaufweil, die leicht beschädigt ist oder sowas. Wir haben, der deutsche Buchhandel hat Gott sei Dank ein Remissionsrecht. Das bedeutet, wir haben ja einen festen Ladenpreis, wir dürfen ja keine Rabatte oder sowas geben, weil Buchpreisbindung, darum auch die geringere Mehrwertsteuer. Und wir haben ein Remissionsrecht. Das heißt, verkaufte Bücher schicken wir zurück, tatsächlich an die Verlage. Und das ist tatsächlich ein etwas, was man natürlich nicht überreizt. Man versucht natürlich trotzdem sehr zielgenau einzukaufen. Und wir kriegen das auch relativ gut hin. Wir haben nicht besonders viele Remissionen. Also dieser Wagen, das sind keine gebrauchten oder keine Ankaufgeschichten, sondern das sind tatsächlich Sachen, die ich nicht mehr zurückschicken darf, die verlagsvergriffen sind zum Beispiel und die halt eben durch Beschädigung und also oder besser gesagt. Ich ein paar Schätze dabei sein wahrscheinlich. Also, bei den Sachen eher nicht so. Okay. Also ich gehe nicht zu. Das ist eher so, wenn man mal ein bisschen stöbern möchte und mal so, keine Ahnung, mal so ein paar Storys außerhalb seiner normalen Sachen lesen möchte, da findet man vielleicht was. Aber die Schätze, dafür sind wir tatsächlich nicht besonders, also wir haben neue Schätze, aber keine alten. Wir haben einfach überhaupt gar keine Antiquariat. Und bei uns ist es halt eher so, dass wir uns darauf spezialisieren, so spezielle Sachen mal zu haben, wie zum Beispiel jetzt der niedliche kleine DC Kindercomic aus Amerika, wie die ganzen Superhelden zu Hause bleiben und sich alleine die Haare schneiden. Okay. Oder mal wieder Pizza essen. Ja. Das sind so kleine Kleinigkeiten, die wir dann auch gerne mal haben. Die eher so den Schatz zu machen, weißt du, so, das ist so, oh, wie cool ist das denn, dass es sowas gibt irgendwie. Und also der Band ist nur im Englisch zu bekommen und heißt Heroes at Home und ist total niedlich. Kommt denn das zeitgleich raus bei euch und in den Staaten zum Beispiel? Verzögert, also in einem normalen Zustand, im normalen Leben, verzögert sich das vielleicht über 3 oder 4 Tage, aber dann sind die auch draußen. Okay. Also wir kriegen halt auch die einzelnen kleinen Heftchen, also es ist halt wirklich, aber das bestellen wir sehr zielgenau für Leute, die halt tatsächlich auch Abos bei uns haben und eben lieber das Original lesen wollen. Und dann gibt es natürlich die dickeren Bände, aber die haben wir halt auch vor Ort, die Trade Paperbacks, wie man sie nennt. Ja, dann möchte ich mich bedanken bei dir, dass das so spontan geklappt hat. Sehr gerne. Wir werden ordentlich Werbung machen hier unten, alles anheften, was so geht. Fantastisch. Super. Und du schickst mir eine Nachricht, wenn es rauskommt, damit ich mich mal wieder hören darf. Na klar, das kriegen wir hin. Super, alles klar. Dann sage ich mal. Dann sage ich tschüss. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Ihr seid ein Mädel, habt ihr nicht wahr? Ich bin dein Vater. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldaten. Es ist der Comicbuchladen. Na los, komm, da müssen wir hin.